Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Tobias von Aachen Camp und heute geht es um weiteres Zubehör und zwar den Ladebooster. Dieses kleine, aber feine Gerät heißt Ladebooster und ihr könnt somit während der Fahrt eure Aufbaubatterie aufladen. Das ist die Kurzfassung von dem, was das Gerät macht und für die Langfassung erkläre ich euch jetzt noch in einigen Sätzen mehr, was das Gerät hier besonders macht und warum es praktisch ist und was es kann. Und zwar können wir hier unten, wir sehen hier verschiedene Anschlüsse. Hier haben wir einmal Plus und Minus für die Aufbaubatterie und einmal Plus und Minus für die Starterbatterie. Wird beides angesteckt mit einem großen Kabel. Ebenfalls wird hier das sogenannte D-Plus-Signal angeschlossen, also das Zündungssignal. Heißt, wenn die Zündung an ist, bekommt hier D-Plus-Signal an den Ladebooster an. Das ist quasi das Signal, jetzt kannst du laden und dann wird die Aufbaubatterie mit bis zu 25 Ampere vollgeladen. Vorteil an dem Gerät ist, dass ihr immer Ladung habt, während ihr Auto fahrt. Das ist genau dann gut für Leute, die sehr viel fahren oder halt jeden Tag fahren. Man muss gar nicht mal so lange fahren, aber jeden Tag fahren, oft fahren und eben auch sehr viel autark stehen. Das heißt auch die Ladung dann brauchen und nicht unbedingt von Landstrom abhängig sein wollen, sondern auch gerne autark unterwegs sein wollen. Das Gerät schraubt man einfach an die Wand, schließt die Kabel an, die muss man halt verlegen und schon ist das einsatzbereit. Wenn ihr jetzt eine Lithiumbatterie habt, könnt ihr trotzdem diesen Ladebooster von Shout verwenden. Man sieht es hier, kann man umschalten auf Lithium und AGM. Gibt es hier einen kleinen Mikroschalter, kann man einfach links und rechts schieben und das Ganze umschalten, wie man es eben braucht. Genau, das sind die Hauptvorteile. Also wer gerne autark unterwegs ist, jeden Tag woanders steht, ideales Zubehör, gönnt euch dieses kleine Gerät. Das ist wirklich sehr viel an Luxus, was ihr habt, weil ihr dann nicht ständig Landstrom anstecken müsst, sondern einfach immer eine volle Batterie habt. Und ja, Strom ist auch Luxus im Camper. Deswegen ein kleines Stück Luxus, wenn ihr euch den hier einbauen lasst. Mehr Informationen zum Ladebooster findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ich verlinke den Ganzen auch hier in unserem Shop. Könnt ihr direkt online bestellen oder aber natürlich euch auch nochmal vor Ort oder telefonisch oder per Mail beraten lassen dazu. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib gerne einen Daumen nach oben. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin!